Jojojo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video und heute ist der Roselia Community Day und deswegen finden wir heute mal ein paar wunderschöne Shinies. Wie wär's denn hier mit diesem wunderschönen Ding? Nee, die Rose ist leider nur blau, wenn sie schwarz ist, dann ist es hier ein Shiny, aber wir finden hier heute ein wunderschönes Shiny Relaxo. Ich hab mich mal informiert, ich bin hier besser informiert als der gute Herr Newstime und es ist einer. Schade, kein Shiny. Damit würde ich dann sagen, lasst doch gerne mal einen schönen Daumen nach oben da und wir gehen in die Stadt. Let's go! Ich wollte gerade gehen, Leute, aber ich habe gerade gesehen, hier gibt es noch einen Suicune Raid oder so ähnlich auf jeden Fall. Hier setzen wir einfach mal einen schönen Fernraid Pass ein und jetzt können wir hier easy dieses legendäre Pokémon kleppen. Da geht's auch schon los. Ich sehe gerade, kann es sein, dass es neue Level gibt? Also wenn ich jetzt nicht komplett lost bin, dann gab es doch bis jetzt immer nur Level 40, oder? Also kann sein, dass es hier endlich mal eine Level-Erweiterung gab. Das freut mich auf jeden Fall, weil es war ja wirklich nicht so schwer, Level 40 zu erreichen. Wir sind zu 9, das sollten wir also schaffen können. Wir haben es besiegt, Leute, nimm das. Das ist halt echt langweilig, ne? Also ich finde dieses Kampfsystem in Pokémon Go ist sowas von langweilig. Vor allem das in Raids und in Arenenkämpfen. Können die das bitte nicht mal ein bisschen upgraden? So, erstmal jede Menge Belohnungen und jetzt bekommen wir hier 12 Bälle, mit welchen wir hier ein Shiny nicht fangen können, aber ein wunderschönes legendäres Pokémon, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Ich hätte vielleicht lieber eine goldene Himbeere verwenden sollen. Guter Wurf, bitte, bitte, bitte. Eins und... zwei und noch eins, noch eins. Nein! Wir haben ja noch 11 Bälle und 152 von diesen goldenen Beeren. So, das ist schon eng, einfach fabelhaft. Also die Chancen stehen jetzt gar nicht mal so schlecht. Vor allem, dass ich es eben schon zweimal gedreht hat. Und jetzt habe ich hier eine goldene Himbeere und einfach fabelhaft. Und der Kreis war Hänger. Und jetzt ist es beim ersten raus. Hä? Easy. Ich habe keinen einfach fabelhaften Wurf. Nicht mal einen guten Wurf und jetzt plötzlich bleibt's drin. Leute, wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin, haben die hier einen Pokéstop verschoben. Dieser Pokéstop hier, den ich gerade gezündet habe, beziehungsweise wo ich halt gerade gedreht habe, der war sonst immer da auf der anderen Seite, wo das Roselia gerade steht. Hä? Bam, Leute, wir haben das erste Shiny gefunden. Und ich bin so dumm, Leute, ich bin so dumm. Nein, nein, Mann. Ich wollte gerade nämlich eigentlich das machen, was wir in der letzten Folge schon mal gemacht haben. Und zwar das gleiche Pokémon auf zwei Handys probieren zu fangen. Aber dabei habe ich jetzt aus Versehen das Pokémon gefangen. Tut mir leid. Das macht aber gar nicht Sinn. Hier ist sofort das nächste Shiny. Und jetzt haben wir hier gerade auf beiden Handys das gleiche Pokémon. Und wir probieren es jetzt hier auf beiden Handys gleichzeitig zu fangen. In der Hoffnung, dass wir sofort zweimal fangen können. Ich halte den Ball auf beiden Handys und ich wische nach oben. Oh scheiße, es hat abgewehrt. Oh Gott, bin ich dumm. Mein linkes Handy, da bricht es aus. Es ist aber noch da, wir fangen sofort wieder. Und auf dem rechten Handy bleibt es schon mal drin. Und jetzt können wir es möglicherweise auf dem linken Handy fangen. Nein, es flieht, okay. Also wie es aussieht, kann man es immer nur einmal fangen. Und wenn schon gefangen ist, dann flieht das eben. Da spawnt auch schon sofort das nächste Shiny. Und ich habe nur noch 2%. Ich muss mich jetzt hier also mega beeilen. Come on. Oh Gott, scheiße. Bitte, bitte, bitte. Das wird jetzt richtig knapp. 1% nur noch. Bitte. Bitte. Eins. Und zwei. Und drei. Jawohl, wir haben es noch gefangen. Auf dem Rückweg ist mir dann sogar noch ein Ei aufgegangen, weiß ich jetzt gar nicht, was drin war. Sicherlich irgendwas Gutes, was nicht alles passiert, wenn man 1% hat. Ich glaube, ich könnte den Titel hier auch nennen. Ich spielte Pokémon mit 1% und das passierte. Auf jeden Fall, was jetzt passiert ist, dass wir hier ein wunderschönes Roselia mit einer ganz ordentlichen IV, glaube ich, zu einer Entwicklung von Roselia entwickeln. Wie das Viech auch immer heißt, dafür müssen wir hier diesen Sinnoh-Stein, glaube ich, einsetzen. Und dabei würde ich jetzt auch schon sagen, ein Like gleich. Ein Sinnoh-Stein für euch, warum nicht? Haut rein und ciao. Oh Gott, ich habe schon wieder meine Phasen, Leute. Leute, ich habe meine Tage. Was laber ich für eine Scheiße? Haut rein, ciao. Ich bin zu dumm. Hat das noch eine Entwicklung? Nee, hat er nicht mehr. Dann nochmal ciao.
Oserade. Oh Gott, bin ich auf Drogen hier. Was mache ich für Scheiße? Ich muss Videos schneiden. Wieso kann ich nicht meine Fresse halten? Ciao.